Mensch, wo sind denn die ganzen Leute? Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. Ach so. Das, da sind schon die Vampirjäger. Das ist doch komisch. Wo sind denn die ganzen Menschen? Da ist noch jemand drin, aber sonst? Und vorhin hat hier noch jemand geklopft, aber der ist auch weg. Dann gehen wir erstmal zu diesem Typen hier. Hallo? Good evening, sir. Der hat euch schlafen, please, oder? I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit, it's good to receive a warm welcome for once. I'm Dr. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. How is the situation? So, wir müssen natürlich erstmal wieder alles fragen, ne? Das ist ja immer so. Peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. I'm afraid the newspapers are seriously underestimating the situation. Things are critical, believe me. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. Finding a good restaurant? Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. Ja, man trifft ja nur Vampire halt, ne? But what about the epidemic? Da ist natürlich klar, dass man abends den Laden aufhaben sollte. And all the random violence. Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, den werde ich aussaugen, weil der geht mir gehörig auf den Sack. Der redet so geschwollen. Und London's lone gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. Ach, der war mal Feinschmecker. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. I may have a look. So, wir können ja mal kurz reinschauen. Ach, hier. So, dann können wir wissen, upgraden. Es kostet natürlich sehr viel, ne? Ist klar. Aber dafür... So, wir haben jetzt hier einmal das Haus und einmal hier das Haus, ne?
Wir haben auch alle Leute gefragt, weil nämlich der rote Kreis ist auch verschwunden. Das bedeutet wahrscheinlich, dass es... dass es kein Dingsmum mehr gibt. Also keine Leute hier in der Nähe. Jetzt werden wir schnell mal zu dem Haus hingehen. Was? Das lässt sich nur von der anderen Seite öffnen. Also muss ich hier einmal rum. Muss ich kurz mal schauen. Aber da haben wir doch vorhin auch versucht reinzukommen, aber das war auch zu. Das war ganz komisch. Genau, das war hier. Jetzt sind wir schon wieder weg. Ach man, das muss doch hier gewesen sein, denn irgendwo. Da oben. Ah, okay, wir haben es gefunden. Wir haben den Eingang gefunden. So, alles wieder looten hier, ne? Das jetzt hier, warte mal. Ja. Okay, das war's. Dann gehen wir mal runter, schauen uns da unten mal das an und dann können wir nämlich auch gleich das Tor aufmachen. Ich weiß bloß nicht, wie viele hier unten sind. Einer ist. Und da ist noch einer. So. Ach man, komm schon. Och, noch einer ist er, der Hammer. Nein! Oh, er hat uns getötet. Mann, ich wollte... Ach, fuck. Ich wollte eigentlich Energie noch aufladen, aber... Ja, es hat nicht funktioniert und dann... Ja, wurde ich besiegt. Aber dass es nicht so lange lädt. So. Jetzt nochmal. So, jetzt komm endlich mal her, du Sack. Digga, du kriegst mir richtig gerade auf. Alter. Mal halt deine Schnauze da unten. Geh mir auf den Sack. Alter. Ist das Kackhaus hier. Da sind die scheiß Ratten. So, komm her, du Drecksvieh. Ja. Ach, scheiße, explodiert er, genau. War ja so. So, dann machen wir das scheiß Tor eigentlich auf. Dann können wir nämlich von der anderen Seite mal rein.
die Sache sich auch erledigt. So, dann fratzen wir noch eine Ratte hier. So, und dann müsste es das eigentlich hier sein, ne, das Haus. Ich glaube, das ist das hier. Das müsste hier das Haus sein, genau. So, mal kurz schauen, was hier los ist. Alter, eine Knarre. Hervorragende Pumpgun. Eine Pumpgun. Okay, es gibt nur 3 Missionen hier. Von ihm. Wo sind denn meine Knarren? Hier ist es doch. Hier, die geile Pumpgun. Stufe 4 ist die sogar schon. Krass. 352 Schaden. Die macht ja mal richtig Damage. Ah, davon haben wir keins mehr. Okay, müssen wir auch mal demnächst... Munition, hier, die Blutdinger herstellen. Aber was ist jetzt hier genau los? Okay, das war's. Wir sind da einmal rumgelaufen, genau. Hä? Die unterhalten sich? Pristapel, Max Phasen und dann ist es noch jemand da. Oh, schnell weg. Ach, komm schon, Digga. Komm schon. Ach, fuck. Ach komm schon, Alter. Okay, den ersten haben wir auf alle Fälle schon tot. Och, Mensch, Junge. Hast du es denn bald mal mit deinem scheiß Knutsche hier? Meine Fresse. Oh, eine Mutation, ja. Mhm. Die waren auf alle Fälle sehr neu, weil... die konnten sich ja auch unterhalten und alles. Das ist ja das Lustige gewesen. So, Liebesbrief, hab Dank für deine kostbaren Parfüms. So, so, ach, eine Affäre. Das ist ja gut zu wissen. So, irgendwo ist da die Anne gestorben? Hier.
haben. Aber es ist halt nicht das, was wir suchen, ne? Ah, wir haben das Gebäude erstmal geleert. Ist natürlich sehr lustig, ja? So, jetzt müssen wir halt das... Warte mal, da lag noch was, oder? Geld. 4825 Erfahrungspunkte. So, okay, jetzt müssen wir natürlich zu dem anderen. So, das andere Gebäude ist da hinten lang. Ich weiß bloß nicht, ob wir das erstmal in der nächsten Aufnahme machen oder so. Wir können ja schon mal erstmal da hinlaufen. Was ist denn da lang? Tempelgarten. Dann müssen wir hier hoch. Ach, da hinten, da muss man irgendwie, da müsste man irgendwie durchkommen. Ah, hier lang. Na, gerade wo? Alter, er hat mich voll aufgeschlitzt. Der hat mich voll aufgeschlitzt, der Sack. Oder aufgespießt, sagen wir es mal so. Er hat mich aufgespießt. So, reingehauen. Ja, moin. Muss erstmal los hier, Alter. Das. Nee, weiß ich nicht. Also. Was macht er denn hier? Er liegt ja auch gut da, ne? Ja. Sehr, sehr schön. So, okay, ich glaube, wir müssen dann... Müssen wir das Teil... Müssen wir hier irgendwas aufmachen? Hallo? Mal noch ab mit dem scheiß Feuer! Ist halt immer blöd, ne, wenn man keine Ausdauer hat. Aber wenn man kein Blut mehr hat, ist noch besser. Also ist noch schlechter. So, den haben wir aber auch. So, meine lieben Freunde. Den haben wir auch. Dann gehen wir noch zu dem Haus und dann werden wir erstmal beenden die Aufnahme. Ah, ist das das hier? It's locked. Okay, von der Seite zu. Brauchen wir einen anderen Eingang. Es muss ja ein Hintereingang geben. Hier sind die Ratten. So, da oben können wir hoch. Zack. Da sind wir. Oh, hier ist irgendwas. Richtig am Argen. Hier liegt schon wieder jemand. Ach du Scheiße. So, meine Freunde, ja, das war's erstmal jetzt mit der Aufnahme von Vampire. Wird natürlich alles in Folgen wieder verpackt, wie immer. Und ja, ich würde euch bitten, auf alle Fälle, dass ihr vielleicht mal abonniert oder ein Like da lasst oder mal kommentiert, wenn euch alles gefallen hat. Würde mich sehr freuen, auf alle Fälle. Und ja, wie gesagt, ein Abo tut halt keinem weh, kostet nichts.
und das ist einfach eine coole Sache. Ich würde mich erstmal wieder bedanken bei euch beim Zusehen. Ich bin dafür erstmal wieder raus und